Thema ist Algen, Algen, Algen. Warum ich niemals Chemie gegen Algen verwenden würde. Eigentlich einfach beantwortet, weil ich es niemals machen würde. Nee, weil das ist Symptombehandlung. Ja. Das heißt also auf Deutsch, wenn ich da am System nichts verändere, bestehen große Chancen, dass ich nach einer Zeit die Algen wiederbekomme. Selbst wenn die Chemie in der Lage ist, die Algen erstmal zu beseitigen. Ja, und also ist im Prinzip wurscht, welche Alge. Na, ich sag mal, gut, also die meisten Leute fangen gar nicht erst an, die Kiesbalgen zu beseitigen. Ja, also wenn wir, das ist ja nur für ein paar Tage, da sind ein paar braune Belege überall auf den Pflanzen, auf den Scheiben, auf dem Bodengrund, auf der Deko. Und dieser braune Kieselalgenbelag, der verschwindet nach also wenigen Tagen von ganz alleine. Und üblicherweise hat man dann eigentlich nie wieder was damit zu tun. Außer man ändert wirklich gravierend was. Vielleicht, wenn man komplett den Bodengrund austauscht, könnte es sein, würde ich mich jetzt nicht festlegen, ob da nicht nochmal ein ganz kurzer Anflug von Kieselalgen kommen könnte. Allerdings, ich habe auch schon öfter Aquarien gesehen, die also auch im späteren Verlauf dicke braune Belege überall bekommen. Und diese braunen Belege hat man früher geglaubt, das sind auch Kieselalgen. Habe ich bis vor ein paar Tagen auch geglaubt. Und heute bin ich eher davon überzeugt, dass es sich dabei eben nicht um Kieselalgen handelt, sondern um Flagellaten. Ja. Flagellaten, die aufgrund mangelnder Beckenhygiene auftreten. Ja, also die treten also häufig auf, wenn die Filter schlecht gewartet werden, plus wenn der Bodengrund auch schlecht gewartet wird. Also so völlig vernachlässigte Aquarien sind prädestiniert für diese braunen Flagellaten. Wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Das ist im Moment das, wo die Tendenz von mir hingeht, dass es eben keine Kieselalgen sind, sondern halt Flagellaten. Kieselalgen beseitigen, macht das Sinn? Ja, macht das Sinn überhaupt, Kieselsäure auch aus dem Aquarium rauszuholen? Also Osmoseanlage und dann eventuell noch ein Mischbettharz dahinter, um wirklich das Wasser absolut auf Null zu bringen. Und da sage ich erstmal generell nein, also pauschal nein, weil Silikat ist ein essentieller Stoff, den die Pflanzen brauchen, den die Fische brauchen. Die Pflanzen bauen oder beziehungsweise lagern Silikat in ihr Gewebe ein und stabilisieren damit quasi ihr Gewebe. Fische bauen es unter anderem zum Beispiel in Gräten ein. Also Silikat ist absolut notwendig. Im Meerwasser noch viel mehr als im Süßwasser. Ja, deswegen kann ich im Prinzip nicht nachvollziehen, dass das Silikat im Meerwasser so in Ungnade gefallen ist. Ja, das ist völlig widernatürlich, weil eben im Meerwasser ist es mit dieser Kieselalgenphase am Anfang völlig genauso wie im Süßwasser. Auch nur ein paar Tage, dass man da Kieselalgen hat, überall alles braun. Die verschwinden dann genauso wie im Süßwasser. Aber im Meerwasser gibt es viel mehr Organismen, die also absolut abhängig sind von Silikat. Ja, und auch im natürlichen Meer, also im Meer, ist also nicht wenig Silikat enthalten. Ja, man raubt damit, ich sag mal, dem Grundnahrungsmittel im Meer, also dem Grundnahrungsmittel, nämlich Kieselalgen, die Nahrungsgrundlage. Ja. Und damit greift man also ganz entscheidend in die Nahrungskette ein. Im Aquarium. Weil auch im Aquarium entwickeln sich Kieselalgen, die von diversen Filtrierern aufgenommen werden. Und man lässt dadurch erstmal gar keine, auch keine Kieselschwämme zu und solche Sachen. Also, wie gesagt, Finger weg von Silikat. Lasst es im Wasser. Ne? Es stört niemanden, weder im Süß- noch im Meerwasser. Also da was gegen zu machen, ist sowieso unsinnig, meiner Meinung nach. Später, wenn es später nochmal auftritt, also dann
wie ich meine Flagellaten. Da ist es eben wichtig, dann halt mal eine Filterreinigung vorzunehmen und aber richtig, ja, mit Aquariumwasser und nicht am Wasserhahn. Und mal den Bodengrund mal ordentlich abzumulmen und damit kriegt man die also ratzifatzi weg.